So, wir müssen hier echt vorsichtig sein. Ich weiß ja nicht, ob bei Berührung hier irgendwas einstürzen kann hier unten. Aber ich muss sagen, ist echt spannend hier. Wie lange dauert es noch bis zu deinem ersten Nervenzusammenbruch? 2 Wochen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars im Below and Beyond DLC. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, uns erfolgreich mit einem Erkunder unter die Marsoberfläche zu begeben. Der ist da jetzt noch. Ihr habt mich aber noch auf was anderes sehr Wichtiges aufmerksam gemacht, was auch gar nicht so schlecht ist. Es gibt ja noch die Handelsübersicht hier, die Planetenansicht. Und da kann man ja Kontakt aufnehmen zu den anderen Nasen, die da noch sind. Zum Beispiel die Klolonie von Europa. Ich nehme da jetzt mal Kontakt auf. Und da können wir Technologien austauschen. Und da können wir unsere Lagerkomprimierung gegen den Drohnenschwarm austauschen. Die Lagerkomprimierung ist aber etwas fortschrittlicher als der Drohnenschwarm. Ich muss noch einmal schauen, was wir gerade erforschen. Nicht, dass wir gerade Drohnenschwarm erforschen und noch 5 Dinger dafür brauchen. Genau, Drohnenschwarm ist das hier. Dann nehme ich das jetzt mal raus. Und reihe da jetzt schon mal was anderes ein, was wir dann weiter erforschen können stattdessen. Machen wir mal hier Tiefenscan, genau. So, und dann, warte, nehmen wir noch, das ist hier übrigens der Knopf mit diesem kleinen Kreis rechts unten. Und dann, genau, nochmal Kontakt aufnehmen, Technologie austauschen, genau, und dann machen wir das nämlich. Genau, jetzt haben die von uns eine Technologie gekriegt und wir von ihnen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Surviving Mars mit DLC und allem reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut gerne auch in die Playlist rein. Oder kauft auch gerne das Spiel, sowie die DLCs, im Epic Store mit meinem Creator Tag, Spielbär mit AE. Wird nicht teurer für euch, ist aber eine geile Unterstützung für den Kanal mit einer prozentualen Beteiligung am Kaufpreis. Und wenn ihr das schon gemacht habt, vielen lieben Dank. Genau, wir können auch solche Missionen machen. Das werden wir machen, weil für einige von denen braucht man nur Drohnen und ein bisschen Zeit. Und ein Raumschiff natürlich. Da wir aber aktuell recht wenig Drohnen haben und die schon überlastet sind, die wir haben, müssen wir vorher nochmal sicherstellen, dass wir zum einen nochmal ein bisschen Geld reinholen über die Exporte. Und zum anderen müssen wir dafür sorgen, dass wir nochmal Drohnen kaufen, würde ich sagen. Also dass wir nochmal Drohnen importieren auf jeden Fall. Das wäre noch ganz gut. Ich hoffe, wir werden dann nicht Probleme kriegen mit den Electronics. Müssen wir mal schauen, dass das passt. Genau, und hier oben wollte ich auch nochmal einen weiteren Drohnenport aufbauen, damit wir diesen Kristall noch mit anschließen können ans Stromnetz. Das heißt, das machen wir jetzt mal. Da gehen zwar dann wieder 8 Electronics drauf, aber das ist, glaube ich, eine gute Investition. Genau, warte, damit er nicht zu sehr zerstört wird immer, machen wir das jetzt so ein bisschen am Rand. So ein bisschen eher so hier so hin. Also so, dass er auch sich überlagert mit noch ein paar anderen Drohnenports. Denn ich glaube, das ist ganz gut. Oder vielleicht eher hier hin. Weil wir müssen da ein bisschen aufpassen wegen den Tornados, die da sind. Ja, genau. So, dass der da noch ganz gerade so noch drin ist. Dann haben wir nämlich hier auch einen Reserve-Drohnenport, der dann den anderen ersetzen kann, wenn der hier mal ausfällt. Oder wir können den zur Not dann auch mal abreißen, wenn wir den nicht mehr brauchen. Weil die Überschneidung ist ja an sich hier auch schon ziemlich groß. Im Grunde brauchen wir den da eigentlich dann gar nicht mehr. Den können wir dann zerstören. Dann kriegen wir wieder ein paar Electronics zurück. Wenn uns zum Beispiel die Electronics ausgehen, wäre das eine Option, die man in Erwägung ziehen könnte, dass man den hier dann wegmacht. Müssen wir mal schauen, wie gesagt. Aber auf jeden Fall ist das schon mal ein Plan. So, wo ist jetzt mein Transporteur? Genau. Fahr du mal mit deinen 0,5 Einheiten noch hier hin. Warte, jetzt habe ich ihm gesagt, er soll das in Dreck packen. Genau, schön da ausladen. Und dann schauen wir, wir haben jetzt 7,9 Edelmetalle drin. Warten auf Entladen der Ressourcen. Ach ja, da sind noch Electronics in der Rakete drin. Ne? Das ist natürlich auch nicht so geil. Da müssen sie noch Electronics rausholen. Aber das ist gut. Dann haben wir immer noch ein bisschen eine Reserve. Die immer noch geht. Genau. Kirche der neuen Arche scannt in 2 Souls und... Ich kann ja schon mal... Nee, kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja schon mal die nächste Rakete anfordern. Aber es geht ja nicht, solange wir nicht die hier ausgeladen haben und abgeschickt haben. Also wir müssen ja auch das Geld reinholen erstmal. So, aber die Electronics sind jetzt raus komplett. Wie es aussieht. Okay, jetzt können wir sie starten. Ich starte die jetzt. 9 Dinger sind dann da drin. 9, nicht ganz.
8,4 Edelmetalle ist aber auch schon eine gute Ansage eigentlich. Alles super wichtig, genau. Dann gehen wir mal wieder unterirdisch. Hä? Wo ist denn der Erkunder, der unterirdische? Ah, okay, nee, alles gut. Das ist hier ja, ich muss ja immer umschalten, damit ich auf den Erkunder zugreifen kann, genau. Anomalie analysiert, genau. Einem geschenkten Gaul schaut man nichts ins Maul. Unser Rover ist über eine Ressourcenablagerung gestolpert. Bei näherer Betrachtung scheinen sie von der Marsoberfläche zu stammen und haben durch eine Reihe von Rissen und Bruchstellen ihren Weg in den Untergrund gefunden. Das ist zwar ein verblüffender Zufall, aber wir werden die Früchte trotzdem ernten. Okay, was haben wir da jetzt gekriegt? Beton. Ja, geil, ey. Beste! Ja, wie hat er so schön gesagt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ist trotzdem ein bisschen erbärmlich, wenn ich das mal sagen darf. So, wir müssen hier echt vorsichtig sein. Ich weiß ja nicht, ob bei Berührung hier irgendwas einstürzen kann hier unten. Aber ich muss sagen, ist echt spannend hier das jetzt zu erkunden. Das sind hier echt so... Ah, was ist das? Ah, eine große Eisenressource. Die wir noch nicht identifizieren können. Okay, hier ist Steinschlag. Da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Beton gibt's hier. Boah, ist das spannend. Wir erforschen den Untergrund. Das ist jetzt richtig unterirdisch, das Projekt. Geil. Das ist das unterirdischste Projekt, das ich je gemacht habe. Das erinnert mich an Anno in der Tiefsee. Echt? Das Anno mit Tiefsee habe ich nie gespielt. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber interessanter Vergleich. Sehr interessant. Du solltest die Lichter erforschen für den Untergrund. Ja, sicherlich. Ah, da kommt er auch nicht durch, okay. Sicherlich ist das so. Kann er hier langfahren? Ja, hier kann er langfahren. Warte. Ja gut, jetzt habe ich schon andere Forschung eingereiht. Ja, wir warten mal noch, bis wir da einen freien Slot haben und dann... Ah, Anomalie. Sehr schön, kann er gleich mal scannen. So, dann gehe ich mal in die Oberfläche zurück. Denn da ist auch was. Ist ein bisschen komisch, dass das mit so Ladezonen ist. Geschlossene Handelsroute, ja, okay. Alles gut. Was bieten uns eigentlich die... Einer hat Heimweh, okay, einer wird wahrscheinlich dann zurück wollen. Ich will mal ganz kurz gucken, was bietet uns Russland eigentlich an, wenn wir zu denen Kontakt aufnehmen. Technologie austauschen. Tut mir leid, aber eure wissenschaftlichen Errungenschaften sind von uns nicht von Interesse. Na toll. Und was ist mit der Arche? Die hat gar keine Forschung hier. Das ist auch lustig. Die hat null Forschung. Tut mir leid, aber eure Wissenschaft... Ich versuch's nochmal bei Europa. Okay, wir konnten gerade mal eine Technologie erhandeln, aber immerhin besser als nichts, ne? Sind immerhin 1500 Einheiten Forschung, die wir nicht selber aufbringen müssen. Wie hat er so schön gesagt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Trifft schon durchaus zu, muss man sagen. Jetzt haben wir ja hier oben, ne, Gedönsi gemacht. Dann schließe ich jetzt diesen Kristall da oben, den schließe ich jetzt noch an ans Stromnetz. So. Und dann noch einen Schalter dazwischen. Achso, da müssen wir ja warten, bis es wieder fertig ist, genau. Dann machen wir da noch einen Schalter dazwischen, dann passt das. Weil Strom haben wir genug dafür. Können wir erübrigen. Und dann baue ich da jetzt einfach mal noch ein Lager für Edelmetalle hin, vielleicht. Dann müssen die nicht immer so weit fahren, um das einzulagern da. Wobei vielleicht eher so das Ganze so eher so hier hin. Funding received, jawohl, 168,7. Nice! Ach scheiße, jetzt haben wir ja hier keinen Erkunder hier oben. Jetzt können wir ja hier gar keine Forschung durchführen an der Oberfläche. Ah. Ja gut, wie viel habe ich jetzt? Ich habe jetzt 208 Millionen. Kann ich, was kann ich denn damit jetzt anfangen eigentlich? Frachtrakete. Können wir da einen Fern... Nee, wir können keinen Erkunder. Wie teuer ist der? 400 Millionen. Okay, da können wir uns das nicht leisten. Aber wir haben ja schon gesagt, wir wollen ja jetzt die Planetenanomalien in Angriff nehmen. Das heißt, wir brauchen Drohnen. 150... Ja, machen wir mal 5 Drohnen, haben wir noch ein bisschen Geld für Electronics. Für 5 Electronics haben wir dann noch Geld. 5 Electronics und 5 Drohnen. Da wir jetzt ja beim nächsten Schwung eh nochmal mehr Kohle kriegen. Also, weil wir ja mehr Kristalle angeschlossen haben und mehr... Also, wir kriegen jetzt dreimal so viel Edelmetalle wie vorher. Also, wie am Anfang. Sollte das eigentlich gehen, dass wir uns dann beim nächsten Mal so ein Ding kaufen können eigentlich. So ein Explorer. Hoffe ich jetzt einfach mal. Vielleicht kriegen wir ja auch mal Unterirdische von... Ah, Meilenstein erreicht. Was?
Erforsche eine bahnbrechende Technologie, der positronische Verstand. Nice, ja. Sauber. Das hat 500 Forschungspunkte gebracht. Richtig gut. Okay, gut, 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 gut. Was wollten wir jetzt einreihen? Das Licht hier, genau. Oh, das kostet 4000, Alter. Alter Schwede, okay. Gucken wir mal nach unten oder die Erde. Wie sieht's da aus? Anomalie analysiert. Unser Rover ist über eine Ressourcenablagerung gestolpert. Bei näherer Betrachtung scheinen sie von der Mars-Oberfläche... Ja, schon wieder. Was hat er denn jetzt diesmal ausgegraben? Ja, Metalle. Okay, toll. Das kann er ja nicht mal da rausholen. Wir haben ja da unten nicht mal einen Transporteur. Ist also erstmal relativ witzlos, was er da so findet. Wir müssten mal hier... Wat? Ach, da kann er auch nicht durch. Okay. Sicher? Sieht eigentlich so aus, als würde man da... Nee, ist scheinbar hier sperrt, okay. Ist manchmal nicht so ganz eindeutig, wo man lang kann und wo nicht. Manchmal sieht es so aus, als käme man irgendwo lang und dann kommt man nicht lang. Und manchmal sieht es so aus, als käme man nicht lang, dann kommt man lang. Hier zum Beispiel würde ich denken, man kommt lang. Aber kommt man nicht, er bleibt stecken. Dann fahr mal wieder zurück. Mal sehen, wann wir es hinkriegen, da den Aufzug zu bauen. Fahr mal hier nach unten so. Vielleicht kommen wir ja da über einen Umweg noch hin. Vielleicht ist ja hier noch ein zweiter Zugang. Aber immerhin, ich finde das gut, dass wir den Meilenstein mal gekriegt haben. Endlich mal wieder ein kleiner Push. Endlich mal wieder ein kleiner Forschungspush. Hat lange gedauert. Bis wir mal wieder einen haben. Ach da, okay, da ist also Ende, okay. Da kommt man einfach nicht durch. Können die denn diese Dinger, diese Formationen auch irgendwie beseitigen irgendwann? Die Drohnen, bestimmt durch Terraforming, könnte ich mir vorstellen. Ah, ein Vorkommen. Durch Terraforming geht das bestimmt. Dass man das wegmachen kann, wenn das im Weg ist. Von hier sind wir aber, glaube ich, losgefahren, oder? Da ist, glaube ich, dann der Zugang gewesen. Da kommen wir nicht lang. Ist jetzt halt die Frage, wie weit... Ach, da sind ja Edelmetalle, lol. Okay, wenn wir die haben wollen, müssen wir natürlich versuchen... Okay, da kommt er auch nicht lang. Hm. Haben wir eigentlich... Warte mal, ich muss mal an... Was? Wasserchip? Nein, nicht schon wieder, ey. Das leise Piepsen des Terminals bedeutet, dass der Wasserchip in einer unserer Kuppeln ausgefallen ist. Sag mal, was ist denn das hier eigentlich für eine komische Mission, wo alles schief geht? Der Chip kontrolliert die Wasseraufbereitung für die Hera 1-Kuppel. Ohne ihn wird der Wasserverbrauch um 400% erhöht. Was? Wir hätten eigentlich Ersatzwasserchips erhalten sollen, aber sie wurden anscheinend irgendwo nach Südkalifornien auf der Erde geliefert. Ja, toll. Die Herstellung eines Wasserchips ist etwas kompliziert. Sie dauert auf dem Mars 6 Sols. Alternativ können wir einen neuen Chip von der Erde... 250 Millionen? Ja, ist klar. Warum kann sowas nicht mal kommen, wenn ich Geld habe? Versuchen wir, den Herstellungsprozess zu beschleunigen. Es besteht die Chance eines Fehlschlags, was den Wasserverbrauch noch weiter erhöht. Dann sollten wir hoffen, dass unsere Wasserreserven ausreichen, bis der Chip fertiggestellt wird. Ja. Bevor da noch mehr abgezapft wird, versuche ich jetzt mit den 400% klarzukommen. Okay, einer verlässt die Kolonie. Ist die Stimmung so schlecht? Warte mal ganz kurz. Wie sieht's denn eigentlich mit der Stimmung aus? Genau. Ja gut, es ist auch kein Wunder, dass die Stimmung schlecht ist. Die durchschnittliche Besonnenheit ist gut. Komfort ist nicht gut. Was fehlt denn? Einkaufen, Sozial, Gaming, Essen und Entspannung. Okay. Dann müssen wir da mal was machen, damit die sich wohler fühlen. Warte mal. Oh Gott, warte mal. Also Kunstladen braucht, glaube ich, zu viel Polymere. Entspannung. Aber hier, wir bauen mal so einen Diner. Warte mal. Essen, Sozial, Nahrung. Nee, warte mal. Wir bauen die Weltraumbar. Entspannung, Trinken, Sozial. Eine Bar ist immer gut, ja. So. Und dann... Was braucht die nochmal? Strom und... Ja, das geht alles. Ja, und dann noch, was können wir noch bauen? Irgendwas mit hier Entspannung noch hier, so ein Park. Ja, toll. Weißt du, das ist wieder typisch. Jetzt, wo ich den Erkunder nach unten geschickt habe, kommen hier ständig neue Anomalien jetzt, die ich erkunden kann. Der Stein der Weisen.
Na toll. Das ist so geil wieder. Mann! Ja, ist okay. Lass mich lesen jetzt. Die Energie durchströmte den Alienkristall und er fing an, mit niedrigen Schwingungen zu brummeln. Die kleinen Staubteufel lösten sich auf, na Gott sei Dank. Und ein Lichtstrahl schoss in Richtung Sterne. Was für ein überwältigender Anblick. Unsere Sensoren spielten verrückt, als wir auf einmal von mathematischen Sequenzen über das umliegende Gebiet überflutet wurden. Plötzlich lösten sich Staubablagerungen von der äußeren Schicht des Kristalls. Unsere Analyse zeigt, dass sie aus verschiedenen Edelmetallen bestehen. Die leitende Wissenschaftlerin ist fasziniert, um es milde auszudrücken. Sie schlägt vor, dass wir noch mehr Kristalle mit Energie versorgen. Wir sollten jedoch vorsichtig sein, denn die Kristalle sind sehr anfällig für Energieschwankungen, was dazu führen kann, dass sie instabil wären. Der Taktikkommandant möchte jedoch, dass wir einen der Kristalle in Brand setzen und aufbrechen, um einen Blick ins Innere zu werfen. Wie immer vermutet er, dass von ihnen Gefahr für die Kolonie ausgeht. Effekt. Aufgeladene Kristalle decken sofort ihren Sektor auf und erzeugen keine elektrostatischen Staubteufel mehr. Na Gott sei Dank. Wenigstens das. Sobald sie mit Energie versorgt werden, erzeugen sie geringe Mengen Edelmetalle. Du kannst aufgeladene Kristalle zerstören, um sofort Forschungspunkte zu erhalten. Lade weitere Kristalle auf, um das Geheimnis zu lüften, das sie umgibt. Ja, dann haben wir das ja jetzt erstmal im Griff. Gott sei Dank. Uff. Sehr schön. Gut. Also die produzieren jetzt weiter Edelmetalle, das ist gut. Dann können wir da weiter abgreifen. Wir knacken die nicht auf, wir zerstören die nicht. Wir lassen die so. Alleine schon wegen der Edelmetallproduktion würde ich das nicht machen. Da schieße ich mir ins eigene Knie, nachher habe ich gar kein Geld mehr. Ich habe jetzt schon wieder kein Geld mehr. So genau, jetzt warte mal hier jetzt. Jetzt wird hier das Raumschiff aufgetankt. Ah, warte, jetzt müssen wir anweisen, dass er keine Edelmetalle aufnehmen soll. Weil wir müssen jetzt ja erstmal die Mission machen. Das ist jetzt erstmal Prio Nummer 1. Dass wir jetzt mal eine von diesen planetaren Missionen machen, weil wir dann kriegen wir vielleicht auch wieder Geld und Forschungspunkte. Nein, nicht schon wieder ein Dust Storm. Aber wenigstens kommen hier jetzt keine Staubteufel mehr hin. Das ist schon mal wirklich ein großer, großer Vorteil auf jeden Fall. So, warte. Wir machen jetzt, welches Projekt machen wir? Forschungsfortschritt, genau. 7 Drohnen, 12 Stunden. Expedition aussenden. Dragon 2. Senden. Sind da jetzt 7 Drohnen drin, ja? Wir haben ja wie viel gekauft? 5 Drohnen hatten wir ja gekauft. Das sollte ja eigentlich passen. Und einen Forschungsfortschritt habe ich immer gerne. So, der Staubsturm kommt in einem Sol. Jetzt ist die Frage, wie viel stand da an Dauer, wie die Mission dauert? Die dauert hoffentlich nicht so lange. Sektor gescannt, das ist gut. Haben wir Stromreserven? Ja, haben wir. Haben wir Wasserreserven jetzt eigentlich? Ja, haben wir auch. Aber Wasser wird ja weiter gefördert im Staubsturm, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste eigentlich. Oh ja, Planetenanomalie abgeschlossen. Nice. Oh, das hat richtig viel gebracht. Guckt euch das mal an. Oh, da haben wir schon gleich direkt die Hälfte von der Aufklärungszentrumstechnologie bekommen. Nice, nice, nice. Drohnenhub-Erweiterung. Erweitert den Bereich, in dem Drohnenhubs Drohnen... Oh, das ist doch wichtig. Das müssen wir machen. Aber das ist ein Upgrade, das wir bauen müssen, wa? Das ist, glaube ich, genau, das ist mit Kristallen irgendwie. Ach, das ist mit den... Ah, nee, lass das mal noch raus. Das ist mit Spezialressourcen. Da brauchen wir diese speziellen Kristalle, die es nur entweder unterirdisch oder auf Asteroiden gibt. Können wir also knicken, genauso diese Kuppeln. Okay, also wir müssen Asteroidenbergbau betreiben, bevor wir unterirdische Kuppeln bauen können. Weil nur mit den Kristallen von den Asteroiden können wir dann die Kuppeln bauen. Okay, verstehe, alles klar. Hab alles verstanden. Dann, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, was rein wir denn hier als nächstes noch ein? Fabrikverstärkung wäre vielleicht noch gut. Oder hier, das hier brauchen wir eigentlich, Life from Mars. Dass wir mal mehr Bewerber haben noch. Falls wir wieder neue Kolonisten anfangen. Wenn die jetzt hier alle Heimweh haben und alle wieder zurückfliegen wollen, müssen wir am anderen Ende ja auch wieder welche haben, die wieder zu uns kommen. So, was haben wir denn da noch für Anomalien jetzt? Jetzt bin ich irgendwie heiß drauf, noch mehr zu machen. Guck mal, hier ist auch eine. Neue Technologien. Ferngesteuerter Erkunder. Ja, schade, den haben wir leider nicht mehr. 4 Ingenieure. Ein Durchbruch gäbe es da. Okay, das wäre natürlich auch noch ganz interessant. Aber dann ist die Frage, haben wir 4 Ingenieure?
in der Kolonie. Wenn ich mir so angucke, wie viele Arbeitskräfte uns hier fehlen, dann bezweifle ich das irgendwie. Wir haben 11 freie Wohnplätze aktuell. Nahrung haben wir 118. Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit für eine weitere Passagierrakete. Ja, vielleicht nach dem Staubsturm. Wir holen uns nach dem Staubsturm noch eine Passagierrakete, machen die Kolonie noch mal richtig voll und boosten mal die Produktion bei den Fabriken noch mal. Also wir lassen mehr Leute da arbeiten und machen mehr Schichten auf, damit wir hier noch mal ordentlich was rausholen. Und dann ist es an der Zeit, eine neue Kuppel zu bauen, am besten hier unten. Dass wir Edelmetalle kriegen halt. So, die Rakete ist wieder da jetzt. Nice. Dann lassen wir da jetzt noch die Edelmetalle reinladen. Da haben wir jetzt 7 Stück schon. Nice. Boah, wir haben schon genauso viel wie beim letzten Mal nach einer Folge, ey. Krass. Dann kann die jetzt nämlich hier die Edelmetalle bekommen. Warte. Lade Fracht aus. Genau, die kann jetzt Edelmetalle einladen. Dann starten wir die dann noch, bevor der Staubsturm startet, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Wer weiß, was denn nämlich sonst passiert. Warte mal, mach mal hier die Edelmetalle aus. Oder nee, warte. Mach die Edelmetalle mal hier aus. Ah, die sind da schon aus, okay. Und hier auch hoffentlich. Ja, gut. Nicht, dass wir hier irgendwie Probleme kriegen. Nice. Sehr schön. Läuft doch. Genau. Edelmetalle werden eingeladen. 5 Stück haben wir. Die Drohnen können jetzt ja hier auch alle von den Kristallen abholen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist ganz hervorragend. Maximal ausgezeichnet ist das. 5 Stück. In einem Sol startet der Sturm. Nicht schlecht. Wie sieht es mit unserem unterirdischen Erkundinski aus? Während da jetzt die... Ah ja, stimmt. Die müssen wir mal weiter steuern lassen hier. Gab es da nicht noch irgendwie einen Weg nach rechts irgendwie? Ich meine, da gab es noch irgendwie eine Abzweigung nach rechts. Hier, genau. Ist das hier nicht eine Abzweigung? Nee. Sah so aus. Aber hier gab es, glaube ich... Nee, da ist zu. Kann das sein, dass wir da auch schon wieder ein bisschen zu spät sind? Also, dass quasi die Wege schon durch die Marsbeben schon wieder verschüttet sind und wir die erstmal freiräumen müssen wieder? Ich glaube auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem hier gerade. Es sei denn, ist hier... Kann man hier lang? Nee. Nee, kann man nicht. Schade. Ich glaube, das ist schon wieder alles, was wir erkundet haben hier. Aber ich muss sagen, was jetzt Technologieforschung angeht, ist es hier unten jetzt nicht so ergiebig. Da hatten wir oben an der Oberfläche mehr zu finden. Ist schon irgendwie ein bisschen schade jetzt. Es hat sich irgendwie jetzt nicht so gelohnt, dass wir den Erkunder da jetzt runterschicken. Das hat sich jetzt irgendwie da so nicht gelohnt, finde ich. So, wie sieht's aus? 7 Einheiten sind da jetzt drin, genau. Aber wir haben noch 2 Einheiten in der Kolonie. Das würde ich gerne noch verladen wissen. Wenn das irgendwie geht, bevor wir die jetzt abheben lassen. Denn das sind dann nämlich wieder 9 Einheiten, das lohnt sich richtig. Das ist ja schon vom Output her fast genug, um eine Elektronikfabrik zu betreiben, ne? So an sich. Mit der Verarbeitung von dem Edelmetall. Da könnte man hier so eine kleine bauen. Warte mal, wir haben hier nicht so kleine? Es gibt doch so kleine Elektronikfabriken. Kleine Elektronikfabrik, ja. Braucht 5 Electronics. Die braucht auch nicht so viele Mitarbeiter. Dann bauen wir hier ein kleines Haus noch ein und eine kleine Elektronikfabrik. Und dann haben wir das Problem erstmal nicht mehr, dass wir nicht unabhängig sind von der Elektronikproduktion. So, 8 Dinger haben wir jetzt hier drin. Ich starte jetzt die Rakete, lass die zurückfliegen. Wir machen das jetzt. Oder nee, wir machen das genau. Wir machen das nach dem Staubsturm. Wobei das Haus, das können wir schon bauen, glaube ich. Das ist egal. Nicht die große Wohnanlage, die kleine bauen wir jetzt. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Also da eine kleine, schön so, dass es auch passt. Kleine Wohnanlage und dann die Fabrik noch daneben. Wenn wir Kolonisten haben. 10 Stunden noch. Müssen wir mal gucken, wie lang der Staubsturm dann ist. Jetzt kriegen wir ja erstmal wieder Geld auch. Das ist gut. Ja, so läppert sich das halt. Ne? Mühsam ernährt sich das Spielbärchen hier in dem Spiel. Das kann man echt nicht anders sagen, aber... Geht halt nicht anders.
müssen halt uns nach und nach vorankämpfen. Was brauchen wir eigentlich jetzt nochmal, um den Meteor zu bespaßen? Da gab es doch hier so ein spezielles Ding. Achso, das war auch so ein Ding, das wir uns für Geld kaufen. Ja, genau. Ach, 1,5 Millionen hat das ja gekostet. Boah, ey, kriegen wir irgendwo noch ein bisschen Geld her? Kann man nicht, warte mal, hier, wir können doch mit den anderen Nasen hier, was ist denn mit Russland? Russland hat doch Geld, oder? Oligarchen und so. Handel beginnen. Ressource für Ressource bringt uns nichts. Beleidigen, ne, das wird auch nichts bringen. Anfordern wird auch nichts bringen. Technologieaustausch bringt auch nichts. Es hilft einfach alles nichts. Ohne Geld geht hier gar nichts. In 5 Stunden kommt der Staubsturm. Schauen wir mal, wie lang der dann geht. Und hoffentlich zerstört er nichts. Hoffentlich geht nicht zu viel kaputt. Hoffentlich geht nicht zu viel kaputt. Wie viele freie Wohnplätze haben wir denn jetzt eigentlich? 10 freie Wohnplätze. Und dann kommen ja hier nochmal 5 dazu, ne? Ne, 4 kommen nochmal dazu. Also 14 Stück. Dann können wir eine komplette Passagierrakete nochmal anfordern. Sehr gut. Ohne Moos nichts los, ja. Das ist einfach mal echt so. Das ist einfach mal wirklich so. Moin, sind Steinzwerg. Es ist halt echt erbärmlich einfach. Also wir sind echt so arm gerade wie Kirchenmäuse. Aber jetzt müsste ja gleich Geld reinkommen wieder mit den Edelmetallen. Okay, Staubsturm. 2 Souls, oh Gott. Warum denn 2 Souls, Mann? Aber kann uns auch egal sein. Wir haben, glaube ich, trotzdem jetzt einen höheren Output an Strom durch die gesteigerten Outputs der Windräder jetzt. Guck mal hier, das sieht doch gut aus. 26 pro Windrad da. Ja, das passt. Das passt alles. Sieht doch gut aus. Jetzt darf nur nicht hier irgendwie... Ja, Lecks halt. Lecks sind halt das Problem. Ich hoffe, die sind schnell dran und beheben das. Das ist das, was am meisten stresst. Die Löcher in der Versorgung. Wenn dann da ein Leck reingerissen wird. Weil das zieht nämlich unseren Sauerstoff immer gleich richtig nach unten. Aber wir haben jetzt ja größere Kapazitäten. Zum Glück. Jawohl, 160. Okay. Dann pass auf. Wenn der Staubsturm zur Hälfte rum ist, fordere ich die Passagierrakete an. Die nächste. Und während ich das dann gemacht habe, werde ich dann auch gleich mal bauen die Fabrik. Leck entdeckt. Weil mit den ganzen Lecks will ich jetzt hier kein Gebäude haben, das nebenbei noch Strom zieht. Das wäre jetzt ungünstig. Wir können auch mal gucken, ob wir schon mal eine neue Kuppel in Angriff nehmen auch. Hier so wäre es vielleicht... Das wäre echt eine gute Stelle für eine Bergbaukuppel eigentlich. Eisen haben wir hier, 2 Ressourcen für Dings, dann nochmal Eisen. Das wäre eine sehr, sehr gute Location. Vielleicht sogar auch mit einer Zylinderkuppel tatsächlich, weil dann können wir nämlich alles wunderbar abgreifen. Guckt euch das an. Und die Nahrung, die hier produziert wird im Überschuss, die müsste da eigentlich die Versorgung locker abdecken. Schon wieder ein Leck. Jetzt müssten sie aber eigentlich überall hinkommen. Es ist zum Glück nur ein Stromleck. Da ist sogar Eisen. Wie gleich die Wartung einfach viel aufwendiger wird hier. Ja, die Produktion fällt jetzt halt auch... Ja, weil wir nicht genug Arbeiter haben, fällt halt die Produktivität ab. Sauerstoff -2. Ja, normal, weil die Moxis nicht laufen, ne? Die sind ja im Staubsturm, sind die ja aus. Geht nicht anders. Kann ich nichts machen. Das muss ich aussitzen. Da kann ich gar nichts machen. Ich kann nicht irgendwie jetzt Sauerstoff aus dem Ärmel schütteln, ja? Dafür hast du ja die Tanks. Dass, wenn so eine Katastrophe kommt, dass du das dann aussitzen kannst. Aufklärungs-irgendwas haben wir jetzt erforscht. Oh, was ist denn das hier? Mikro-G-Fahrzeuge. Ferngesteuerte Rover, um Asteroiden zu bereisen und sich dort zu bewegen. 6000 Forschungspunkte braucht das. Mein Gott! Ihr wollt mich doch hier ein bisschen verkackäppeln, glaube ich. Wohnorte innerhalb von Standardkuppeln, Mikro... Ah, bieten zusätzlichen Komfort. Das ist wichtig, das müssen wir machen.
So, jetzt fordere ich schon mal die nächste Rakete mit Kolonisten an. Nein, nicht Fracht. Moment. Passagiere. Wir brauchen unbedingt Ingenieure. Filter. Spezialisierung. Wir brauchen Ingenieure. Ganz dringend. Ganz viele. Wir brauchen Wissenschaftler. Ja, auch. Da können wir noch eine zweite Schicht im Forschungslabor aufmachen. Dann kriegen wir noch ein bisschen häufig, also ein bisschen mehr Forschung. Die brauchen wir nicht, Offiziere. Es sind 12 Passagiere an Bord, aber in der Kolonie ist nur Platz für 7. Wie hatten wir nicht viel mehr Platz? Warte mal, wir haben doch hier 10 freie Wohnplätze und hier sind es 4. Das sind doch 14. Moment mal ganz kurz. Verstehe ich jetzt nicht. Da ist ein Platz frei. Da sind 2 Plätze frei. Oh, da ist besetzt. Hä, warum zeigt der mir hier... Moment mal ganz kurz. Der zeigt mir hier 10 freie Wohnplätze an. Nee. Da sind es 3 in der Statistik. Ach so, die Kindertagesstätte zählt da mit rein. Ja, dann haben wir ja nur 7, ne? Na gut, dann warte. Dann egal, egal. Dann nehmen wir einfach... Ach Mann, dann nehmen wir einfach... Warte, ich weiß, wie wir es machen. Ich weiß, wie wir es machen. Auf jeden Fall alle Ingenieure... Keinen Botaniker oder nur einen Botaniker und eins, zwei, kein Geologen. Alle Ingenieure will ich haben. Warte, ich will alle Ingenieure. Eins, zwei, drei, vier Ingenieure und zwei, okay, ein Wissenschaftler raus. Genau, 6 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, 6 Leute holen wir uns rein. Dann haben wir noch einen Platz frei für Kinder, die eventuell erwachsen werden. Und ansonsten müssen wir halt die Kuppeln erweitern. Dann würde ich sagen, starten. Boah, meine Güte, ey. Schwere Geburt. Aber jetzt haben wir's. Das muss passen, weil wir können ja nicht mehr Leute beherbergen, als wir Wohnplätze haben. Das wäre ein bisschen bescheuert. Wie viele Kinder haben wir denn? Ein. Ja, ein Kind. Das kann dann da in dem letzten freien... Slot wohnen. So, dann bau doch gleich mal die Fabrik auf. Die kleine Elektronikfabrik. Genau, guck mal, da haben wir auch genug Platz noch für einen Tunnel für einen zweiten. Tatsächlich. Hier, wenn wir von hier dann anfangen, können wir nach da unten noch einen Tunnel bauen. Genau. Sehr gut. Zu einer weiteren Kuppel. Und dann produzieren wir ja auch Electronics, dann können wir uns endlich vernünftig ausbreiten. Das passt schon alles. Was ist das hier eigentlich? Fertigbauten. Automatischer Mikro-G-Extraktor. Okay, wo ist denn der? Automatischer Mikro-G-Extraktor. Wie kann ich denn den aufrufen? Wie kann ich denn den nutzen? Nein, nicht in die Kartenansicht. Wo ist denn der? Wo kann ich den bauen? Automatischer Mikro-G-Extraktor. TV-Studio, das sind ja alles Kuppelgebäude hier. Olympus Hotel. Ah, guck mal, da ist der Aufklärer. Seniorenheim? Man kann ein Seniorenheim bauen. Das ist aber auch neu, oder? Das gab's vorher nicht. Das ist definitiv neu im Dings. Was ist denn nu? Ach so, ach, die Electronics wären jetzt auch wenig tatsächlich. Ja gut, wir haben ja gerade die Fabrik am Bauen hier. Kein Wunder. Ist aber jetzt egal. Nervenzusammenbruch. Was? Der Verstand von Kolonist Homer Cassidy hat einen kritisch niedrigen Wert erreicht. Errichte funktionierende Gesundheitseinrichtungen. Hä, wir haben doch Gesundheitseinrichtungen. Was will er denn? Los, fixiert ihn. Inaktive Arbeitsschicht. Fixiert ihn. Haltet ihn. Zwangsjacke. Der Mann muss fixiert werden. Er will es nicht anders. Verdammt, sie drehen durch. Okay, einer hat Heimweh. Das heißt, wir haben dann hoffentlich gleich, wenn dann die Rakete landet, auch genug Nasen, die den dann ersetzen können. Aber wir müssen erstmal den Sturm jetzt überstehen. Es sieht aber gut aus. Noch sind keine signifikanten Schäden angerichtet worden. Noch. Ja. Die Betonung liegt auf noch. Ein Leck. Außer Lecks halt, ne? Lecks haben wir halt ein paar. Wie sieht's mit dem Strom aus? Ja, Strom ist auch noch ordentlich am Start. Kann man sich eigentlich nicht beerschweren hier gerade. Könnte alles schlimmer sein. Die Arbeiter kommen ja gleich, genau. 20 Stunden dauert der Sturm noch.
Sind auch schon da hier, die Arbeiter. Können nicht landen, ja. Aber 117 Stunden halten sie noch aus. Geht schon alles. Was ist eigentlich, wenn der Blitz ins Treibstofflager einschlägt? Ich glaube, das will ich nicht wissen. Warum frage ich eigentlich? Warum frage ich eigentlich Dinge, die ich nicht wissen will? Und an der Stelle endet diese Folge Surviving Mars. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr euch das gerne beim Epic Store holen mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE. Da bekomme ich eine kleine prozentuale Beteiligung am Kaufpreis. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.